To znaczy, może nie dostanę. Es wird schon klappen. Die EU gibt es ja schon so lange. Przecież Unia jest długo. Vielleicht wird es nach dem Beitritt besser. Denn im Moment ist die Situation nicht so gut. Die Kleinen werden in die Taschen der Großen gesteckt. Das ist die Wahrheit. Ich setze jetzt alles auf eine Karte und es wird schon gut gehen. Jaschu, geht es? Ich heiße Wojciech Jaroszynski. Ich mache für die Bauern Schulungen über EU-Programme und Zuschüsse, die sie nach dem EU-Beitritt bekommen können. Guten Tag. In der letzten Zeit gehen wir zu den Bauern hin. Es gibt diese eigenartige Einstellung bei den Leuten, dass aus den Zuschüssen nichts wird. Auf Wiedersehen. Wir sind hier im Landkreis Chelm in der Gemeinde Dorohusk, die direkt an die Ukraine angrenzt. Hier gibt es viele kleine Höfe, durchschnittlich 5 bis 6 Hektar groß. Die Bauernhöfe in der EU sind viel größer, 10-mal so groß. Die Befürchtungen sind, wie wird das sein, wenn wir in ein paar Tagen, am 1. Mai, der EU beitreten? Sind wir dieser Konkurrenz gewachsen? Herr Iwanczuk wirtschaftet und wohnt zusammen mit seiner Mutter. Sie produzieren ganz wenig. Man kann sagen, sie produzieren nur für den Eigenbedarf. Guten Tag, Zbyszek. Wie läuft die Arbeit? Wir arbeiten, wie Sie sehen. Ich habe Ihnen den Antrag für die EU-Zuschüsse gebracht. Sehr gut, vielen Dank. Das lasse ich Ihnen hier. Das ist ein ziemlich umfangreiches Formular. Man muss es ordentlich ausfüllen. Wenn Sie fertig sind, rufen Sie mich an. Ich überprüfe es und dann geben wir es ab. Was könnten Sie mir sagen? Wie groß ist Ihr Land? 12 Hektar. Das ist keine schlechte Größe. Das weiß ich. Wenn Sie den Antrag ausfüllen, bekommen Sie bei 12 Hektar ungefähr 6.000 Zloty. Und dann haben Sie Geld für Investitionen. Aber wissen Sie, wie viel ein Mähdrescher kostet? Für 12 Hektar brauchen Sie den doch nicht. Sie werden Geld haben, einen Mähdrescher auszuleihen. Aber davon rede ich doch. Das wird Ihnen schon reichen für die 12 Hektar. Ich verstehe nicht, warum Sie so resigniert sind. Das wird schon. Vielleicht werden Sie sogar Geld für eine Vergrößerung haben. Ihr wisst doch, das geht bei 20 oder 30 Hektar. Aber nicht bei so einem Hof. Das hängt alles von ihm ab. Wenn er weiter so eine pessimistische Haltung einnimmt und sich nicht am Riemen reißt, dann wird dieser Hof in 5 Jahren von anderen, leistungsfähigeren Bauern aufgekauft sein. Viele sind so, vielleicht nicht ganz so pessimistisch wie Herr Zbyszek. Sie wissen einfach nicht, was sie nach dem EU-Beitritt erwartet.
Na, Kartoffelchen anpflanzen? Genau. Ich war in der Nähe und habe Ihnen den versprochenen Antrag für die Zuschüsse mitgebracht. Danke. Können Sie den Antrag alleine ausfüllen? Schaffen Sie das? Ich glaube schon. Okay, dann auf Wiedersehen. Machen Sie das bitte genau. Auf Wiedersehen. Ich habe momentan keine konkrete Zukunftsvision. Wenn ich Gelder bekomme, dann wird es sicher besser. Vielleicht kann man etwas investieren. Im Moment habe ich das Geld noch nicht. Also kann ich auch nichts machen. Ich heiße Waldemar Wawrzyniak, bin 29 Jahre alt. Ich habe ungefähr 30 Hektar Ackerfläche. Ich züchte Kühe. Ich habe 25 Tiere auf dem Hof. 16 davon sind Milchkühe. Ich komme jeden Tag aus Chel mit dem Auto hierher. Bei der Arbeit helfen mir meine Eltern. Ich komme in der Früh und am Abend fahre ich wieder zurück. Ich werde sehen, ob sich das hier lohnt. Ich heiße Marcin Wilgos, bin 27 Jahre alt. Seit 2 Jahren betreibe ich diese Landwirtschaft mit 90 Hektar Boden. Ich produziere Milch und züchte Milchkühe. Momentan besitze ich 25 Kühe. Die Kälber stehen hier in Verschlägen, wie auf dem Feld. Wenn wir den neuen Kuhstall fertig gebaut haben, werden sie viel bessere Bedingungen haben. In 2-3 Monaten wird es hier sehr viel schöner sein. Das ist unser großer Traum. Ich will auf dem EU-Markt überleben, indem ich viel produziere. Wir haben in Polen noch viele kleine Bauernhöfe mit 2-3 Kühen. Diese werden auf dem Markt nicht überleben, da sie keine EU-Normen erfüllen. Ich erfülle alle Vorschriften. Ich glaube und hoffe sehr, dass ich es schaffen werde. Ich bin eigentlich Schneiderin von Beruf, aber ich hasse diese Arbeit. Die Tiere habe ich schon als Kind geliebt, die Kühe und vor allem die Kälber. Ich mag diese Arbeit viel lieber. Wir werden einen Kühlraum haben. Dort wird alles automatisch gewaschen. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist, dass ich auch mal Urlaub habe. Ich möchte, dass wir Arbeiter einstellen, sodass es für uns leichter wird. Aber vor allem wünsche ich mir, dass es unsere Kinder mal einfacher haben. Wir wohnen immer noch bei den Eltern, weil wir das Geld investiert haben in Dinge, aus denen wir bald Profit erwarten. Komm runter. Ah!
Erstmal müssen wir einen guten Start haben und unsere Stabilität sichern. Dann können wir vielleicht an unser Vergnügen denken. Aber für das vollkommene Glück fehlt noch einiges, zum Beispiel ein eigenes Haus. Was meinst du? Hier so ein Fenster, da und da genauso eins. Hier ein Esszimmer. Da oder da. Und hier die Küche. Also geht es hier um einen Tisch? Ja, ein Tisch. Aber ich weiß noch nicht genau, ob hier oder da. Also ich wäre für dort. Nein, nicht in dieser Ecke. Hier kommt die Küche hin. Es muss so werden, wie ich es will, weil das mein Bereich ist. Ich möchte am liebsten so schnell wie möglich einziehen. Ich denke bis Weihnachten, aber wie ich schon sagte, das geht nur, wenn uns die Geldsituation das erlaubt. Sonst müssen wir noch ein bisschen warten. Manchmal träume ich schon von den neuen Stellen. Das hier sind die Pläne meiner Frau. Auch sie muss an etwas glauben. Aber für uns gibt es keinen anderen Weg. Sie träumt von diesem Haus und wir werden das irgendwann machen. Aber erstmal geht das Geld in die neuen Ställe. Jetzt werden wir alle zusammen in einem gemeinsamen Europa sein. Die Polen haben auf dieses Ereignis seit vielen Jahren gewartet und sie haben kräftig dafür gearbeitet. Jetzt nehmen sie den verdienten Lohn in Empfang. Guten Abend, Herr Kamil. Auf diesen Mast wird um Mitternacht die europäische Fahne gehisst und wir sind dann in der EU. Auf dem Pilsudski-Platz gibt es eine Armeeparade und später künstlerische Darbietungen. Mit großen Erwartungen und Hoffnungen begegnen wir diesem Ereignis. Auf diesen Moment warten laut den letzten Umfragen 64% der Polen, um endlich Europäer zu werden, obwohl es auch Beitrittsgegner gibt. Wir schauen fern, so wie es geht. Der Fernseher geht langsam kaputt. Wir müssen mal einen neuen kaufen. Warte ab. In der EU sollen sie billiger sein. Ich habe gehört, der Wodka soll sehr billig werden. Auch die Haushaltsgeräte. Und die Zigaretten werden teurer für die Raucher. Polinnen, Polen, Europäer, wir begrüßen euch im gemeinsamen Europa. Na, siehst du? Jetzt sind wir schon drin. Und nun? Dann werden wir jetzt deutschen Roggen essen. Und wer wird dein Getreide essen? Wir werden aufhören auszusehen. Wir werden Raps anbauen und werden Biodiesel produzieren. Und Kartoffeln für Pommes frites. Und Kartoffeln für Pommes frites. Mm-hmm.
Es hat sich viel verändert. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt, haben den alten Stall abreißen lassen und einen neuen gebaut. Ich habe einen Kredit für junge Bauern genommen. Der Zinssatz liegt dort gerade bei 1,7%. Das ist nicht hoch. Damit schaffen wir es. Ich habe knapp 800.000 Zloty Kredit genommen. Ich hatte etwas Eigenkapital. Diese ganze Investition hat mich 1 Million Zloty gekostet. Unser Stall ist so groß und so geräumig, schön und hell. Einfach super. Jetzt ist es viel besser, weniger Arbeit. Wir müssen nicht mehr mit der Hand ausmisten, sondern haben für alles Maschinen. Es ist viel leichter. Das, was wir noch mit der Hand machen müssen, ist das Heu verteilen und die Tiere füttern. Das geht alles sehr viel leichter als vorher. Ich möchte noch ein Radio kaufen, um die Kühe zu beschäftigen, damit sie keine fremden Geräusche von außerhalb mitbekommen. Sie werden sich daran gewöhnen, Musik zu hören. So merken sie gar nicht, was da draußen passiert. Sie können ganz ruhig hier liegen und wiederkommen. Am Samstag wollen wir tanzen gehen, aber das ist immer so. Am Vormittag haben wir noch Lust und dann nach der Arbeit gehen wir nach Hause, legen uns hin und schlafen ein. Aber an diesem Samstag fahre ich auf jeden Fall, egal ob mit dir oder ohne dich. Aha, heute alleine. Ja, ich werde die Frau des Nachbarn etwas genauer angucken. Wir sind hier in der Gegend die Jüngsten, die etwas unternommen haben. Der Rest ist so um die 40. Die vegetieren nur noch dahin. Es ändert sich nichts bei denen. Die sitzen nur rum und gucken und sagen dann, wie sehr die anderen verschuldet sind. Jetzt kommt die Mehrheit meiner Kühe aus Holland und mit denen bin ich sehr zufrieden. Sie sind produktiver und besser. Einen Nachteil haben sie aber, sie sind nicht so robust und anfällig für Krankheiten. Nach der Geburt sind sie so trocken geworden. Sie hat Ketose, das ist eine Krankheit, bei der es zu Stoffwechselstörungen kommt. Diese Kuh vergiftet sich selbst. Ich muss ihren Stoffwechsel wieder in Ordnung bringen. Ihr fehlt Energie, Zucker. Man kann diese Krankheit heilen. Es dauert aber lange und man muss der Kuh die ganze Zeit Zucker intravenös zuführen. Dieser Virus kam aus dem Westen, den gab es in Polen vorher nie. Natürlich sind die EU-Kühe empfindlicher. Stellen Sie sich vor, bei der Produktivität 35 bis 40 Liter pro Tag pro Kuh. Diese Produktivität hat ihren Preis. Auf der Welt gibt es nichts umsonst und das geht auf Kosten des Immunsystems. So ist das. Ich weiß nicht, ob das wegen der Geburt ist oder ob sie Grippe hat. Vielleicht Grippe. Vielleicht Grippe, aber sie wird heute oder morgen kalben. Wir gucken mal. Ich nehme das hier mit. Ich muss das entlüften. Dieses Medikament, das dauert lange, aber anders geht das nicht. Man verabreicht es tropfenweise. Wir wohnen immer noch bei den Eltern, weil wir momentan das andere Haus nicht fertig machen können.
Sandra, gibst du den anderen? Nein, wir müssen uns erstmal absichern, eine Basis schaffen, um später davon profitieren zu können. Sonst könnten wir leicht alles wieder verlieren und dann müssten wir überlegen, was wir weitermachen. Eigentlich sollten wir das schaffen. Ich mache mir keine Sorgen, da sich mein Mann auch keine Sorgen macht. Er kümmert sich ja um die Finanzen. Wir sind jung und dynamisch und haben Lust zu arbeiten. Eigentlich sollten wir das schaffen. Wir hoffen, dass die Tiere gesund bleiben. Dann müsste es gehen. Bis jetzt klappt das alles noch, aber ein bisschen geriet mein Budget aus dem Gleichgewicht, als die EU-Zuschüsse nicht kamen. Die waren erst für Oktober und dann für November versprochen. Im Ministerium verlegen sie die Termine für die Zuschüsse immer wieder. Jetzt haben sie sich auf Ende April festgelegt. Ich habe einen großen Hof und warte deshalb auf sehr viel Geld. Ich kann sagen, ich lebe sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Ich bin verheiratet, habe ein Kind. Meine Frau arbeitet als Lehrerin in der Stadt. Jeden Tag fahre ich früh los, um rechtzeitig auf meinem Hof anzukommen. Wenn ich eine Arbeit in der Stadt finden könnte, würde ich überlegen. Aber die Arbeit in der Stadt wäre zeitlich beschränkt und unsicher. Und hier in der Landwirtschaft werde ich immer einen Job haben. Er gibt mir die Sicherheit, dass ich etwas habe, wovon ich leben kann. Als Waldek angefangen hat zu wirtschaften, haben wir auf Kühe umgestellt. Guten Morgen. Guten Tag. Alles in Ordnung? Vielleicht wird es jetzt mit der EU besser. Sie haben uns Zuschüsse versprochen. Wir haben aber noch nichts bekommen. Was für Zuschüsse? Naja, aber arbeiten müssen wir dann weiter. Die Zuschüsse? Die gehen doch in den teureren Treibstoff. Jetzt ist es besser, weil sie die Milch abholen. Vorher mussten wir sie hinfahren. Sie nehmen zuerst eine Probe und bis jetzt funktioniert es gut. Er hat jetzt Geld. Es ist nicht so, dass sie ihm nur 1 oder 2 Liter abnehmen. Jetzt hat er Geld. Und irgendwie funktioniert das mit dem Wirtschaften. Und ich helfe auch noch, so viel ich kann. Das Leben in der Stadt ist in jedem Fall bequemer. Zum Beispiel, in meinem Wohnblock muss ich mich um nichts kümmern. Weder um die Heizung, noch um warmes Wasser. Man muss nur Rechnungen bezahlen, aber dafür braucht man Geld. Ich habe schon als Kind hier gearbeitet und geholfen auf diesem Hof. Es sind schon sentimentale Gefühle. Ich mag vor allem die Unabhängigkeit. Keiner kontrolliert mich. Kein Vorgesetzter steht über mir. Ich bin mein eigener Herr. Ich bin unabhängig. Was ich mir vornehme, führe ich allein durch.
Und wenn es mir nicht gelingt, dann tut es mir zwar leid, aber es gibt keine solchen Konsequenzen, als wenn ich irgendwo anders angestellt wäre. Bei uns hat die Zuschüsse noch keiner gekriegt. Sie sagen, es wird erst Ende Februar ausgezahlt werden. Ich habe ja nicht mal den Bescheid, ob ich die Zuschüsse überhaupt bekomme. Ich habe den Antrag gestellt und es sollte eigentlich einen Bescheid geben. Die anderen haben ihn schon bekommen, ich noch nicht. Da, siehst du, da ist die Ukraine. Viele kommen hierher zum Bug, zum Angeln. Was soll ich sonst zu tun haben? Ich hacke Holz. Ich gehe zum Bug oder hierhin. Wenn ich Kühe hätte. Aber ich habe ja nur zwei Schweine. Und Pferde. Na guck mal, das Glas ist kaputt gegangen. Aber Scherben bringen ja Glück. Was soll sich schon geändert haben? Bis jetzt gar nichts. Ich habe zwei Säue. Die möchte ich halten, damit sie dann werfen. Wissen Sie, wo soll man anfangen? Die Tiere sind so teuer. Wenn wir noch zusätzlich zwei Hände hätten zum Arbeiten, dann wäre es vielleicht besser. Aber wie kann er das alleine schaffen? Ich habe mir vor kurzem mein Bein gebrochen und kann jetzt nicht mehr so viel helfen. Hier, mein Oberschenkel war gebrochen. Ich bin hingefallen, ein Pferd hat mich gestoßen. Ich muss mal in die Ukraine fahren, um mir von dort eine Frau zu holen. Jetzt ist doch. Vielleicht musst du sogar bis Russland fahren. Und dann müsste ich sie wahrscheinlich anketten. Na, was ist das für ein Problem? Du besorgst dir eine Kette. Das müsste dann schon eine gute, ordentliche Kette sein. Ja, das ist schon höchste Zeit, dass du dir eine suchst. Eine Vegetarierin vielleicht. Musik
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Ich heiße Wojciech Jaroszynski, für die, die mich nicht kennen. Ich bin ein Mitarbeiter der Agrarberatungsstelle in Lublin. Alle Formen der Unterstützung, die ihnen angeboten werden, sollen den Bauern helfen, ihre Höfe aufzurüsten. Dafür erwartet die EU von ihnen die Erfüllung des Mindeststandards bezüglich der landwirtschaftlichen Produktion. Das zweitwichtigste dabei ist die Art und Weise, wie man Wiesen mäht, nämlich von innen nach außen, um die Tiere, die Vögel und Hasen zu vertreiben. Der Termin 1. Juli ist so gelegt, damit die Vögel geschlüpft, die Hasen stark geworden und die Gräser reif sind. Damit die natürlichen Gräsersorten erhalten bleiben. In dem Wiesenprogramm gibt es Gräsersorten, die erst nach dem 15. August gemäht werden dürfen. Dafür werden andere Zuschüsse gezahlt. Alles wird Ihnen zurückerstattet. Natürlich gibt es nichts umsonst. Wir machen bestimmte Sachen und bekommen dafür Geld. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig. Das schränkt einen doch ein. Die Bürokratie und die Bedingungen, die gestellt werden. Das Geld gibt es nicht ganz umsonst. Ich bin seit einer Woche im Urlaub, weil ja wieder Erntezeit ist. Ich mache das schon aus Tradition so, jedes Jahr zur Erntezeit. Seit 23 Jahren arbeite ich in der Landwirtschaftsberatungsstelle. Nebenbei führe ich noch eine 60 Hektar große Landwirtschaft. In diesem Jahr habe ich ein bisschen Pech wegen des Wetters. Außerdem ist der Mähdrescher kaputt gegangen. Aber da es gerade regnet, habe ich das alles noch im Griff. Lass es nicht abreißen. Ich muss, sonst bringe ich mich um. Jetzt ist es richtig. Ich sage dir, füll das nicht so voll. Man kann das dann wegschneiden. Irgendwie kommt das Korn in den Motor. Ten rok bieżący, może nie cały. Man kann sagen,
Die Situation hat sich seit April drastisch verändert. Da es enorme Preissenkungen beim Verkauf unserer Produkte gibt, vor allem beim Getreide. Die Bauern haben große Sorgen. Diese EU-Zuschüsse werden ja doch nicht alles ausgleichen. Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie Treibstoff sind unheimlich teuer geworden. Ob ich den Frust abbekomme? Teilweise schon. Die Erwartungen unserer Bauern waren hoch. Und das wahre Leben zeigt jetzt, dass alles schwieriger ist. Grenzkontrolle. Bereiten Sie bitte Ihre Papiere zur Kontrolle vor. Wo fahren Sie hin? Auf die Wiese, zum Mähen. Und wo ist Ihre Wiese? Dort, am Ende. Haben Sie hier jemanden gesehen, irgendwelche Fremden? Ich habe niemanden gesehen. Aber wenn ich jetzt weiterfahre, vielleicht sehe ich noch jemanden. Noch die Papiere für den Trecker und die Versicherung. Man spürt schon die Nähe der Grenze. Mehrmals am Tag begegnet man den Grenzbeamten. Wie lange wollen Sie denn mähen? So ungefähr eine Stunde. Und wie groß ist die Wiese? Dort ist nicht viel. Ein Hektar. Wie oft fahren Sie dahin? Ich fahre schnell hin und bin gleich wieder da. Aber ich habe noch andere Wiesen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Europa, to jest. Wir gehören hier zu Europa. Und die Ukraine ist gleich über den Fluss. Gebrochene Rippen an der Seite. Was weiß ich, was das heißt. Sie sagen, das sei nicht gefährlich. Schlimm wäre, wenn die Wirbelsäule gebrochen wäre. Ich werde aber Gips tragen müssen. Sonst würde das schief zusammenwachsen und ich könnte bis zu meinem Lebensende Beschwerden haben. Ich werde eine Weile mit Gips laufen müssen. Wie lange muss mir der Chirurg in Chelm sagen? Meine Hausärztin weiß es nicht. Ich mache mir Sorgen, weil ich das jetzt alles alleine schaffen muss. Er kann mir gar nicht mehr helfen. Die Pferde sind plötzlich abgebogen und sind in den Straßengraben gelaufen.
Ich saß auf der Seite, ich wurde aus dem Wagen geworfen und bin mit dem Rücken auf die Erde gefallen. Ich kann schon seit einer Woche nichts mehr heben, nichts mehr tun. Ich kann bis Ende des Jahres gar nichts tun. Vor allem heben darf ich gar nicht und mich anstrengen. Ich habe 5.400 Zloty EU-Zuschüsse bekommen. Ich habe davon die Maschinen bezahlt. Meine Rentenabgaben habe ich ausgeglichen, weil ich dort Schulden hatte. Steuern habe ich bezahlt. Ich habe Türen und Fenster fürs Haus gekauft. Ein paar Anziehsachen. Und schon war alles wieder weg. Komm, wir fangen ein Hecht. Mutter bekommt ihre Rente. Ein bisschen davon bleibt übrig. Und so werden wir langsam weiterleben. So ist das Leben. Was soll ich tun? Oh Gott, ist das alles nass geworden. Richtig nass. Weich. Vom Regen. Man kann es mit den Fingern zerdrücken. Man könnte es noch verkaufen, wenn man es trocknen würde. Es keimt noch nicht. Wenn es dann keimt, dann kann man daraus kein Mehl mehr machen. Da ist schon die Ukraine. Gibt es da nicht eine Frau für dich? Oh, nicht nur eine gibt es dort. Am besten wäre, sie würde kein Polnisch verstehen, da ich so viel fluche. Denn wenn sie besser Polnisch als Ukrainisch versteht, könnte ich immer eine gescheuert bekommen, wenn ich sie beschimpfe. Am besten wäre eine Chinesin oder Koreanerin, die nichts verstehen würde. Ah, wissen Sie, wie viele Mädchen er hatte? Aber die eine war so, die andere so. Es hat immer etwas nicht gepasst. Er hat sie aussortiert wie die Pflaumen und letztendlich trotzdem die mit dem Wurm gegessen. Wenn er suchen würde, würde er auch eine finden. Wenn nicht eine, dann eine andere. Wenn nicht ein junges Mädchen, dann eine Frau. Finden würde er schon eine. Natürlich wäre es schön, wenn hier eine junge Frau ins Haus käme und das alles hier machen würde. Ich kann nämlich nicht mehr. Lieber Gott, wenn nur der Himmel mal aufhellen würde, damit wir ernten können. Ich habe den Wetterbericht gehört. Es soll wieder regnen. Wieder Regen? Das Getreide wird noch weiter da stehen. Mal ist es warm, mal wieder Regen. Dann wird es wieder kalt, das Getreide wird schlecht. Haben wir Streichhölzer zu Hause? Ja. Um das ganze Getreide dann anzuzünden, oder was? Was haben wir für eine andere Lösung? Oh mein Gott. Ist das denn nur bei uns so? Natürlich nicht. Ist doch in ganz Polen so. Thank you.
Ich baue Getreide nur für meinen Eigenbedarf an, nicht zum Verkauf. Manche Nachbarn bauen nur zum Verkauf an. Wenn es so weiter regnet, dann wird sich die Qualität des Getreides natürlich verschlechtern. Dadurch werden sie es sehr billig verkaufen müssen. Oder vielleicht sogar gar nicht verkaufen können. Der Fernseher war günstig. Und auch Haushaltsgeräte sind jetzt viel billiger geworden. Uhren für 20 Zloty kann man jetzt kaufen. Oder sogar für 5 Zloty. Radios und sowas kostet kein Geld mehr. Aber für die Landwirtschaft. Pflüge, Pflugscharen oder Schrauben, das kostet jetzt richtig viel Geld. Alle Metallprodukte sind teurer geworden. Ich habe meine Zuschüsse schon bekommen. Ich habe überlegt, in was ich dieses Geld investieren soll. Aber die Preise für Landwirtschaftsmaschinen sind so gestiegen, dass mir trotzdem viel Geld fehlt, um sie zu kaufen. Im vergangenen Jahr habe ich eine zusätzliche Milchquote dazu gekauft. 18.000 Liter. Sodass meine jetzige Milchquote um die 80.000 Liter beträgt. Es hat nicht viel Geld gekostet, da viele Landwirte auf die Milchproduktion verzichten. So konnte ich es mir leisten. Man kann sagen, das ist momentan der Bereich, der sich am meisten lohnt. Der Milchpreis ist ziemlich stabil. Man kann sogar sagen, dass er langsam mit kleinen Schritten nach oben klettert. Die Leute haben manchmal so wenig im Kopf, wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Man muss etwas Konkretes anpacken. So wie Waldek zum Beispiel. Ich wüsste gern, wann er mit seiner Arbeit fertig ist und woran er am Abend so denkt. Wahrscheinlich, was es im Fernsehen gibt und was er essen kann. Ich frühstücke manchmal erst um 13 Uhr oder gar nicht. Oder erst am Abend um 18 Uhr. Ich habe die Bodenzuschüsse Ende April bekommen. Alle anderen Bauern haben sie schon am Anfang des Jahres bekommen oder schon im vergangenen Jahr. Ich erhielt sie ganz spät. Dazu kam noch, dass die Preise unserer Produkte so gesunken sind, dass diese Zuschüsse nicht mal 50% unserer Verluste ausgleichen. Diese Zuschüsse, die man uns versprochen und über die man so laut geredet hat, haben uns gar nichts gebracht. Wir haben jetzt sogar noch weniger. Ich habe momentan keine andere Wahl, als weiter zu investieren, wenn ich die Milchproduktion erhöhen will. Ich muss in solche Maschinen wie hier investieren. Ich habe mein Geld da reingesteckt. Ich muss einfach dabei bleiben und bis zum Schluss weitermachen.
Die Kühe gehen nie auf die Weide. Sie sind auch hier ständig in Bewegung. Auf der Weide würden sie nicht das Richtige fressen. In diesen Futterstationen befindet sich Zusatzfutter, das nur die produktivsten, die besten Kühe bekommen, weil sie das brauchen. Das hier ist eine Maschine, die das Kraftfutter dosiert und jede Kuh bekommt ihre eigene Ration. Durch diese Maschine verbessere ich auch indirekt meine Finanzen. Die Kuh, die ihr Kalb vor 5 Monaten bekommen hat, produziert lange nicht so viel Milch wie die, die ihr Kalb gerade bekommen hat, würde aber genauso viel oder sogar noch mehr fressen wollen. Also spare ich dadurch unheimlich viel. Im Moment investieren wir unser ganzes Geld in den Hof. Aber ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr mit dem Haus weitermachen können. Wenn mit dem Hof alles nach Plan läuft, wenn wir dort alles fertig haben, machen wir im Frühjahr hier weiter. Nie bij go! Das ist unsere Trauminsel. Wenn alles gut läuft und wir irgendwann mal Zeit für Urlaub haben, werden wir auf so eine Insel fahren, um uns von der Arbeit auf dem Hof zu erholen. Ich gucke mir hier die Neuheiten an. Das ist ein wenig Unterhaltung. Diese Messe gibt es einmal im Jahr. Ich sammle ein bisschen Infomaterial, Broschüren, das, was ich in der nächsten Zeit anschaffen kann, wenn es gut für mich läuft. Hallo Zbyszek, was machst du hier? Ich gucke mir alles an. Willst du einen Trecker kaufen? Das wäre schon an der Zeit. Der Treckerfahrer arbeitet hier absolut komfortabel. Der Trecker kann nonstop arbeiten. Das ist ja besser als im Auto. Hat er auch Klimaanlage? Natürlich, das gehört zur Grundausstattung. Es gibt auch ein Radio- und CD-Player mit Fernbedienung. Fast schon zu komfortabel. Man kann also Disco auf dem Feld machen.
Wenn man den ganzen Tag auf dem Trecker sitzt, sollte es schon ein wenig bequem sein. Die Verführung hier durch die Maschinen ist groß. Die Realität ist leider so, dass ich sie mir nicht leisten kann. Ich habe kein Geld dafür. Ich muss mit dem arbeiten, was ich momentan habe. Na, lass uns jetzt gehen. Schluss mit gucken. Wir gehen weiter. Bei mir ist es wegen der Krankheit so schwierig. Bei mir liegt momentan alles brach. Meine Mutter ist alleine zu Hause und sie kann auch nicht mehr. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus müsste, das wäre das Ende. Ich kann keine Investition tätigen. Alles bleibt liegen. Den ersten Platz bei der Milchproduktion erreichte der Betrieb der Familie Katarzyna und Marcin Wilgos. Ich bitte Sie hier zu mir auf die Bühne. Frau Katarzyna und Herr Marcin bewirtschaften 186 Hektar, davon 70 Hektar Felder. Sie besitzen insgesamt 130 Zuchttiere, davon 95 Milchkühe. Der Stall wurde 2004 gebaut, ist ausgestattet mit einer Melkhalle, Futterwagen, Futterstation und Milchbehältern, die 5000 Liter fassen. Im Jahr 2005 haben sie der Milchankaufstelle 480.720 Liter Milch geliefert. Sie haben vor, ihre Kuhherde um weitere 150 Kühe zu vergrößern. Er hat es riskiert. Wenn es klappt, dann ist ja gut. Aber so viele Kredite aufzunehmen, ist ja keine große Kunst. Wenn ich so viele Kredite laufen hätte, müsste ich mich erhängen. Es gäbe keine andere Wahl. Ich bin allein zu Hause. Zbyszek ist weg und es ist hier viel zu tun. Dieses Holz musste zerkleinert und gehackt werden, die Wiese gemäht werden. Aber ihn interessiert das alles gar nicht. Er ist nicht sehr krank, aber hier auf dem Hof muss man richtig gesund sein, sonst schafft man das nicht. Als junges Mädchen musste ich alles alleine machen. Pflügen, säen. Mein Vater ist im Krieg gefallen und ich war alleine mit meiner Großmutter. Ich habe schon alles gemacht. Bei der Feldarbeit kann mir keiner etwas vormachen. Ich weiß nicht weiter. Ich würde am liebsten schon unter der Erde sein, wenn ich es nur könnte. Musik.
Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Herr, gib ihm ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Der Herr, lass ihn ruhen in Frieden. Amen. Mein Vater und mein Onkel sind gestorben. So hat sich unsere Familie verkleinert. Aber wir müssen ja weitermachen. Irgendwie werden wir das schaffen. Auf meinem Hof hat sich ansonsten gar nichts verändert. Ich habe nicht investiert. Nur eine kleine Maschine habe ich gekauft, um meinen Rücken zu entlasten. Mein Vater fehlt. Er konnte die Kühe auf die Weide treiben, das war eine wichtige Hilfe. Jetzt muss ich das machen. So bleibt mir weniger Zeit für die Feldarbeit und andere Aufgaben. Aber es muss ja weitergehen. Meine Mutter kann das hier alleine nicht bewirtschaften. Sie wird ja immer älter. Ich muss auf mich aufpassen und mich selbst heilen. Das hier sind Holunderblüten. Später werden noch Beeren daraus. Das ist ein gutes Heilmittel. Manchmal muss Waldeck eben alleine klarkommen. Wenn es mir schlecht geht und ich mich hinlegen muss, schafft er das irgendwie alleine. Ich werde daraus einen Sirup machen. Ein denkbares Szenario ist, er wird das alles auflösen und wird nur den Boden bewirtschaften. Das kann passieren. Er müsste dann aber eine Arbeit suchen. Das bisschen aussehen, besprühen und dann ernten, das ist nicht so viel Arbeit wie bei den Kühen. Da muss man jeden Tag im Stall sein. Was er machen sollte? Er sollte die Kühe verkaufen, da es keinen geben wird, der sie melken kann. In die Stadt gehen und Bierchen trinken. Guten Tag, wie geht's? Was macht die Arbeit? Alles in Ordnung? Ja, es ist alles in Ordnung. Haben Sie überall nach dem Rechten gesehen? Es ist wirklich alles in bester Ordnung. Es ist nichts passiert. Wir sind hier in Wulka-Leszczanska auf einer ehemaligen LPG. Vorher gehörten dazu sehr viele Hektar Boden, um die 1000. Aber mit der Zeit wurde immer wieder etwas verkauft. Jetzt sind 100 Hektar übrig geblieben, die ich zusammen mit den Gebäuden gekauft habe. In diesen Hof hat man schon lange nichts mehr investiert. Jetzt muss ich hier viel Arbeit und Geld hineinstecken. Ich habe große Pläne, was diesen Stall hier angeht. Ich werde ihn ganz umbauen. Die Kühe werden nicht mehr in diesen Boxen stehen. Ich werde ihn um 10 Meter verbreitern. Die Seitenwand wird verschoben werden und die Futteranlage kommt dahin. Ich werde hier ganz moderne Technik reinbringen, alles den EU-Standards anpassen, damit es keine Probleme gibt. Ich denke, dass hier 100 Kühe Platz finden werden, mit der Zeit vielleicht mehr. Momentan reichen meine finanziellen Mittel für 100 Tiere. Thank you.
Wenn man es unbedingt will und sich der eigenen Entscheidung sicher ist, hat man eine Chance, dass man es auch schafft. Das macht schon Spaß, hier zu arbeiten. Ich mag das sehr. Aber ich muss zugeben, dass ich dadurch weniger Freizeit habe. In dem anderen Stall war alles schon so gut eingetaktet, dass wir viel Freizeit hatten. Hier muss ich wieder von vorne anfangen. Der Stall ist erst 2 Monate in Betrieb. Für 1-2 Tage finde ich problemlos Helfer. Aber für längere Zeit ist das schwierig, denn sobald die Leute ihr Geld bekommen, wollen sie nicht mehr arbeiten. Sie feiern dann gleich. Und wenn sie feiern, dauert das manchmal auch tagelang. Helfer aus dieser Gegend zu finden, ist fast unmöglich. Wir werden gleich Sandra rufen. Zeichne doch mal, wie unser Teppich aussieht. Ich male dir ein Quadrat. Die ganze Planung für den Hausbau ist momentan auf Eis gelegt. Wir wohnen weiter bei den Schwiegereltern und werden an dem Haus nichts mehr machen. Wir haben beschlossen, dass wir das alte Haus den Arbeitern zur Verfügung stellen werden. Für uns selbst haben wir neue Ideen. Wir werden wahrscheinlich ein Haus in Wulka bauen. Aber das sind wie immer bei uns nur Pläne. 60 zmian na minutę. Bei uns ändern sich die Sachen 60 Mal in der Minute. Das, was wir uns für die Landwirtschaft vornehmen, das schaffen wir auch immer. Aber was mit uns privat zu tun hat, unser Haus, der Urlaub, das rutscht immer in den Hintergrund und ändert sich ständig. No i przede wszystkim zawsze ulega zmianie. Wir werden uns heute unterhalten. Ich wollte dir heute die neuen EU-Programme vorstellen. Ich zeige dir, was alles möglich wäre für deinen Hof. Es gibt hier auch einen Antrag, den man stellen kann. Es gibt ein Angebot, das heißt ausgeglichene Landwirtschaft, bei dem du, wenn du alle Standards erfüllst, 400, 450 Zloty pro Hektar bekommen könntest. Also noch zusätzlich? Ja, das wäre zusätzlich pro Hektar. Was für Bedingungen das sind? Die erste Sache wäre, man müsste eine Bodenprobe nehmen und feststellen lassen, welche Bestandteile sich darin befinden. Meine Landwirtschaft, das, was ich mache, passt zu diesem Programm. Ich müsste wahrscheinlich nur die Anträge stellen. Tak myślę.
Wenn die Bauern sich nicht mit modernen, effizienten, leistungsstarken Maschinen ausstatten, werden sie auf der Strecke bleiben. In dieser Region müssen die Höfe auch größer werden. Und es werden nur die übrig bleiben, die sich wirklich entwickeln und investieren wollen. Langsam verändert sich die Struktur der Höfe. Ein Teil der Bauern verpachtet Ackerflächen, damit die anderen größer werden können. Andere verkaufen ihre Felder. Manche freuen sich sehr über die Zuschüsse. Die Leute nehmen das Geld, aber so ganz umsonst ist das alles nicht. Jeder muss hart arbeiten, um die Felder in Schuss zu halten. Die kleineren Landwirte sind pleite gegangen oder sie wurden Rentner. Langsam geht alles den Bach runter. Früher hat jeder im Dorf Kühe gehalten. Heute haben zwei Leute im Dorf viele Kühe und der Rest kaum noch. So sieht es aus. Es ist schon eine große Hilfe und Unterstützung, diese EU-Zuschüsse. Aber das Geld ist dann ganz schnell wieder ausgegeben. Ich kann sagen, in den letzten Jahren habe ich nicht wirklich viel mit der Milchproduktion verdient. Die Zuschüsse gleichen die steigenden Produktionskosten zwar aus, mehr aber nicht. Es hat sich für mich nichts geändert. Es ist im Großen und Ganzen für mich so ähnlich wie vor dem EU-Beitritt. Nur die Qualitätsanforderungen waren vorher nicht so hoch. Wir hatten so viele Fische, dass wir es nicht mehr schafften, sie aufzuessen. Er hat so viele Fische gefangen, dass er sie auch immer verschenkt hat. Er mochte es sehr zu angeln. Wo hat er denn geangelt? Im Teich, im Fluss oder im See? Er hat im See geangelt, im Bug, egal wo. Er hat immer etwas geangelt. Jetzt gibt es Zbyszek nicht mehr. Es gibt auch keinen Fisch mehr. Er hat getrunken, hat sich hingelegt und ist nicht mehr wach geworden. So war es. Die Pferde haben sie verkauft. Und der Hund, der war ja auf dem Hof. Er wird wahrscheinlich immer noch dort sein. Vielleicht schläft er nur noch. Er war ja so alt, wollte nicht mehr laufen. Zbyszek hat eines Tages nach der Arbeit gesagt, ihm gehe es nicht gut, hat die Tür zugemacht und ist schlafen gegangen. Dann ist es Abend geworden. Und am nächsten Tag gegen 9 schlief er immer noch. Dann kam mein Sohn und die anderen. Die Haustür war zu. Mein Sohn wusste aber, dass es im Keller einen Notausgang gibt. Da ist er durch und sah, dass Zbyszek tot war. Dann ist er zu den anderen hin und hat Bescheid gesagt.
Tja. Wir spielen unheimlich gern Billard, aber wir haben selten Zeit dafür. Wir haben ja auf dem Hof so viel Arbeit. Wir verzichten auf unsere Jugend. Unsere jungen Jahre entrinnen uns. Aber vielleicht können wir es irgendwann später nachholen. Wir haben ja schon bei dem ersten Treffen gesagt, das kommt in 5 Jahren. Heute wiederholen wir das. Also nochmal 5 Jahre. Hier wird mein Traumhaus stehen. Es wird groß sein und einen Pool haben. Nein, klein. Da ich nicht schwimmen kann, werde ich es dort endlich lernen können. Ich habe Angst vor dem Wasser. Vielleicht lerne ich es in meinem eigenen Pool. Das wäre schön. Das ist unsere Lieblingsstelle hier. Es wird ein einstöckiges Haus. Es wird breit sein. Es wird aber nicht ganz so groß sein. 120 Quadratmeter. Ist doch groß. Das ist nicht groß. Dann kommen noch 100 Quadratmeter Poollandschaft dazu. Ich glaube, er weiß nicht, was er da erzählt. Ich weiß es ganz genau. Vielleicht wird sich in 5 Jahren etwas verändert haben. Aber das wird nur die Maschinen betreffen. Ich habe nicht vor, viel zu investieren oder einen neuen Stall zu bauen. Oder ich müsste es aufgeben. Es gibt Leute, die ohne Kühe leben und sie schaffen es auch irgendwie. Irgendeine Lösung werde ich schon finden. Ich wünschte mir hier in 5 Jahren ein bisschen mehr Ordnung und dass Waldeck jemanden hat, der ihm hilft. Vielleicht seine Frau. Vielleicht wird es mehr Maschinen geben. Dadurch wird es leichter werden. So wie bei mir jetzt. Ich habe es leichter, weil er mir eine Waschmaschine gekauft hat. Ich tue nur die Wäsche rein, schalte an und hole fast trockene Wäsche wieder raus. Wyjmuję prawie suche i nic nie